Ein recht herzliches Willkommen zu der eigentlich tausendsten Folge jetzt hier auf Captain Capsler Crew. Ich hatte ja mal den Fail hochgeladen, was ja wirklich Fail war, weil das war Murphys Gesetz einfach zu sagen, ich will jetzt Omsi aufnehmen, Rechner kackt ab. Super. Na, auf jeden Fall, wir setzen mal in den warmen Bus hier rein. Ich habe mir extra starken Schneefall eingestellt. Ja, irgendwie... Wieso mache ich das eigentlich? Gut, dem geneigten Zuschauer wird aufgefallen sein, dass wir hier auf Spandau fahren. Ja, warum fahren wir auf Spandau? Hat den ganz einfachen Grund. Ich habe Rheinhausen nicht so zum Laufen bekommen, bevor ich mir sage, ich verschiebe das wieder, bringe Rheinhausen zum Laufen. Das ist, das sagt. Deswegen jetzt Berlin-Spandau fahren, auch nicht irgendwie Fahrplan oder so, macht mir alles kaputt. Es gibt nicht mehr viel kaputt zu machen, aber ich mach's kaputt. So, und im Endeffekt möchte ich so kurz erklären und so ein Resümee ziehen und so sagen, was so passiert ist und was noch so kommen wird. Und das ist der Plan. So, vielleicht kann ich ja noch irgendwann schaffen hier, um zu wissen, was ich machen muss. So, oh. Wir müssen doch nochmal aufs Gas gehen. Das ist ein bisschen zu leise von der Lautstärke her. Das ist aber schwierig mit der Lautstärke. Das wird man bestimmt auch, wenn ich einen Half-Life-Let's Player auch merken, dass ich immer die Lautstärke am Anfang des Let's Plays runterdrehe, weil die... Oh, ist ausgegangen, gut. Weil die sonst zu laut wäre. Gut. Und ich dann halt rumschreie, kann ich mir sowieso jetzt nicht erlauben. Es ist gerade 2 Uhr nachts. Und ich bin nicht in Görlitz. In Görlitz könnte ich jetzt rumschreien, wie ich möchte. Da hört mich niemand, da wohnt niemand. So ungefähr. Ja. Erstmal schön Kinderwagenschalter ausmachen. So. Keine Ahnung, warum der Haltewunsch drin war, aber ist mir egal. Heizung, who needs this shit? Bam. Ach nee, das war für die Rampe. Ja, ist mir eigentlich alles total egal. Ich fahre auch gefühlt das dritte Mal den Bus hier, also habe ich keinen Plan. Das ist meine Ausrede. So, Gang rein. Stellen wir noch die Linie ein. Und zwar, das ist die 5. Wir fahren in Teil der 5 bis Rathaus Spandau. Auf der Route 0. Zeig mir, was ist denn das hier? Voll für den Arsch. Spektefeld. Voll für den Arsch. War es gerade die 9? Waldkrankenhaus. Oh Mensch, du, wie viele Routen gibt es denn hier? Ich bin wieder vorbereitet. Nein. Och. Nicht. Oh, das sieht gut aus. Los, komm. Ja, hm? Ja. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Endhaltestelle. Fresse halten. Aussteigen. Das war die 11. Gut, jetzt weiß ich's. Okay, dann haben wir das schon mal festgestellt. Geben wir das Lenkrad wieder. So. Übrigens, um irgendwelche Fahrgäste wird sich nicht gekümmert. Die sind nur Beiwerk. Haha. So. Ja, ich habe mir einfach die Straßenverhältnisse angepasst, wie es draußen so ist. Weil draußen ist natürlich auch Winter und ich bin jetzt schon ein paar Mal zum Schnee schön gefahren. So, driften macht natürlich auch Spaß, ne? So, kommt mal her, ja. Was habe ich eigentlich eingegeben? Ach, diese Oma, die hat eine scheiß Synchronisation, aber ja, gut. Oh. Ja, der ist weg. Ist mir aber eigentlich total egal. Wir fahren einfach nur so, weil wir es können. Ja, kalt ist es. Schade. Na gut, wir können jetzt Gebläse anschalten. Finde ich ja noch. Hallo. Oh Gott, es ist hier kalt. Hallo. So. Hallo. Gebläse 2 gibt es bestimmt auch noch. So, das ist alles das Gebläse. Das ist mir scheißegal, was es sein sollte, aber es ist Gebläse. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan. Ich bin heute Aushilfe. So, jetzt aber auch mal das Thema, worum es heute gehen soll. Ha.
die ASR-Lampe leuchtet. Darum geht es heute leider nicht. Sondern um das Thema, mein Kanal, was war, was ist, was kommt. Ja, und da müssen wir natürlich erstmal in der Vergangenheit anfangen. So. Und zwar, angefangen hat das Ganze 2012. Vielleicht kann sich noch jemand an dieses Jahr erinnern. Und zwar, lustigerweise, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag. Und der Grund war auch, der Julian hatte mir zum Geburtstag DxStory geschenkt. Ja, da wurde es gleich erstmal verwendet hierfür. So, und da ist natürlich auch wichtig zu nennen, dass man, wenn man auf YouTube neu ist, man ja nicht durchstartet, kennt man ja, man, ja, wann fängt man an? So, ja, doch. Mit wenig Abonnenten logischerweise, und man muss, trotz dass man vielleicht von Leuten gepusht wird, muss man ja erstmal beweisen, dass man die Qualität halten kann. Ich kann zum Beispiel auch sagen, hier, ich pushe Kanal XY, der hat aber keine Qualität. Das heißt, dem Typen werden dann im Endeffekt wieder die Leute wegrennen. Weil, wie gesagt, bringt's ja nicht, ne? Und heißt also, bis... Also zumindest das erste Jahr habe ich es nicht einmal auf 100 Abonnenten geschafft. Das hat sich dann natürlich verändert nach CBS. Angefangen hat das Ganze ja mit Omsi. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon andere Let's Plays großartig hatte. Aber zumindest, ja, Omsi. Und diverse andere Sachen. Ich denke mal, so Cities in Motion war bestimmt auch schon. Ja, TML-Spiel auf jeden Fall. Sowas halt in der Dreh. Und eigentlich nur Simulationen, weil damals habe ich eigentlich nur Simulationen gespielt, muss man dazu sagen. Shooter sind erst später hinzugekommen, während meiner YouTube-Laufbahn war. Würde man, also würde ich jetzt selber nicht mal ganz so nennen. Aber. Im Endeffekt, bis CBS 2, wie gesagt, keine 100 Abonnenten, ich weiß nicht ganz genau, vor dem ersten CBS 2 Video hatte ich genau 99 Abonnenten. Und danach, schon am ersten Tag, irgendwie 30 Abonnenten dazu. Weil das Lustige war, was ich glaube, dass ich halt CBS 2 so let's played habe, dass ich halt wusste, was ich tue. Und nicht halt so nach dem Motto, was, wie funktioniert denn das hier? Was machen jetzt hier? Keine Ahnung. Sowas wie Mafuyo oder Frenkel hatten das, glaube ich. Sonst doch so Let's Played. Und deswegen, das kann ich nur bedingt aushalten. Ich bin ja mittlerweile, muss ich ja zugeben, das, was ich früher angekrallt habe, bin ich ja selber mitunter nicht besser. Aber ich habe jetzt auch nicht den Anspruch so gesehen, komplett perfekt zu sein. Man ist ja nicht unfehlbar. Und in dem Sinne möchte ich aber trotzdem weiterhin irgendwo noch die Fahne hochhalten, dass ich ein paar Handbücher lese und mich erstmal auch einlese und halt weiß, was ich tue, weiß, was es für Möglichkeiten gibt und nicht dastehe, ja, und jetzt, ne? Schade, ne? Immer schön ABS rein hier. Gut. Mit CBS 2 hat sich ein bisschen was geändert. Erstmal kamen übrigens die Abos hinzu. Zweitens, die Views wurden allgemein mehr. Auch über Omsi und so weiter ging mehr. Die wollen schon gar nicht einsteigen. Die wissen, dass es ja drinne kalt ist. Haha. Ja, und damit hatte ich im Endeffekt. Man hat natürlich mit Spaß angefangen, man sollte auch nur mit Spaß anfangen, aber trotzdem dann diesen... Oh, die Möglichkeit, mit YouTube dann Geld zu verdienen. Das war dann Mitte... Jetzt hält es mich aber auf. Also ich habe mit 2012 doch noch CBS-Videos rausgebracht. Also habe ich ein halbes Jahr ungefähr keine 100 Abonnenten gehabt, so rum. Und dann 2013, Mitte 2013 habe ich ja angefangen mit Geld verdienen mit YouTube. Ist ja wie gesagt, wenn man es
resümiert, man verdient ja nicht viel. Also wenn man jetzt mal meine Klickzahlen anschaut, das heißt also, ich mache jetzt aber auch nicht die wenigen Klicks, auch wenn man jetzt sieht, okay, das neue Video macht dir 300 Klicks oder boah. Im Endeffekt, was dann summiert, was ganz cool ist auch, sind die Altlasten, ha, denn die Videos, die vorher mal rauskamen. Nein. Na, wenigstens habe ich schon mal ein bisschen vorgeheizt. Jetzt 2,8, 2,7. Immer noch minus. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man, wenn man es wirklich groß aufzieht, oh, die war sicher in die Spur hier, dass man dann auch viel Geld verdienen kann mit. Kennt man ja zum Beispiel, diverse Let's Player machen ja so 15.000, 20.000 Euro vielleicht im Monat so. Ist, wenn man es, also ist ja nur grobe Schätzung, die werden doch ein bisschen mehr über Merchandise und sowas machen, aber ist trotzdem schon enorm. Und wenn ich da meinen Betrag dagegen halte, ja, reden wir lieber nicht weiter. Aber auf jeden Fall ist es ja aber so, es soll ja einem Spaß machen. Und das macht es auf jeden Fall. Es ist immer mal sehr frustrierend, weswegen auch ich weniger um sie spiele. Das ist immer so. Der LKW wird ganz schön abgedrängt, ne? Nein, ich kann die Heizung nicht aufdrehen. Auf jeden Fall, dass man beim Umsichtspielen halt ist ja, also für mich sehr frustrierend, dass man erstmal die Map ans Laufen kriegen muss. Das ist auch in dem Sinne nervtötend, weil dann Zeit, die man eigentlich hätte besser investieren können, drauf geht. Weil ich habe ja schon gesagt, ja, Großprojekt und so, also schon öfters mal erwähnt, so direkt zu Großprojekt. Und darüber weiß man zwar noch nichts, weil ich nichts sagen darf, aber es ist ein Großprojekt, ne? Ja, und auf jeden Fall. Willst du mich rollen, du Drecksaffe? So. Hat keiner gehört. Und die Zeit, die man dann halt in irgendwelche Map-Sachen investieren muss, brauche ich nicht, will ich nicht. Hätte ich gerne in zum Beispiel das Großprojekt gesteckt, weil das ist ja wirklich hässlich Großprojekt, weil irgendwas am Ende Großes rauskommt, sondern weil es wirklich viel, viel Arbeit bedarf. Da habe ich sogar selber unterschätzt. Und im Endeffekt kann ich sagen, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen weniger Zeit aufbringen kann, auch wegen Studium. Ist ja so, dass man sich ja auf Studium konzentrieren sollte. Dass ich dadurch im Endeffekt ein bisschen weniger Zeit fürs Let's Playen habe, aber im Endeffekt soll das nie zu kurz kommen. Das wär wirklich schade, weil das einen Heiden Spaß macht. Haltestelle gibt es hier nicht, okay. Und somit kann ich sagen, dass ich das ja gerne in Zukunft weitermache. Und auch jetzt zum Beispiel mit Facecam, ich werde zum Beispiel dann auch in den Titel schreiben von dem Video, dort wo hier das, oh, bisschen heftige Bremse, das DE und das HD stehen. Da wird dann bald auch noch, wenn Facecam ist, ein FC stehen für Facecam. Hier wird es nochmal ausgeschrieben sein, weil ich das natürlich dann erstmal einführen muss. Ich weiß ja nicht, das ist, glaube, nicht wirklich Standard, dass FC Facecam ist. Das wäre meine Variante so gesehen. Und ich möchte das aber auch nicht jedes Mal machen, weil zum Beispiel jetzt möchte ich Half-Life. Möchte ich gerne mit Facecam, also Half-Life 2, so, bevor ich ja noch falsche Sachen streue, Half-Life 2 möchte ich gerne mit Facecam spielen, weil ich denke, wenn ich hier gerade bei Umsi nachts halb zwei oder um zwei etwas schon müde reinschaue, dann wird das bestimmt auch ganz lustig werden, wenn ich irgendwelche Grimassen verziehe und rumrage. Ich denke mal, das macht sich mit Facecam auch ganz cool. Deswegen freue ich mich schon darauf. Oder allgemein so diverse Spiele und wo ich meine, dass es halt passt, da werde ich dann mit Facecam aufnehmen. Ist zwar natürlich auch. Die Olle geht jetzt rüber, ja, ne? Das kann so nicht weitergehen. Wo kommen wir denn hin, wenn alle rübergehen würden? Naja, und auf jeden Fall, da möchte ich halt mit Facecam auch noch weiter arbeiten. So.
Übrigens, der Ist-Zustand, nachdem es aus der Vergangenheit, weil ja CBS2 war ein großes Thema und danach ging es ja eigentlich schon eher bergab, habe ich doch schnell partnern lassen. Und danach. Hallo. Fresse halten, ich habe die Heizung aufgedreht. So, und keine Zeit übrigens. So. Nächste Haltestelle stimmt wieder. Gut. Glaube ich zumindest jetzt. Na, auf jeden Fall. Kurz gesagt, der Ist-Zustand ist ja so, dass ich Half-Life gerade durchbringe. Und danach, ja, also unter anderem möchte ich auch, habe ich auch gekauft. Ich hoffe, es funktioniert mit Windows 7. Möchte ich Need for Speed Underground 1 spielen, nachdem ich die 2 schon gespielt habe und mir die einen heiden Spaß gemacht haben, weil jetzt mein Lieblings Need for Speed Teil ist, von den wenigen, die ich gespielt habe, weil die danach waren beschissener und ich habe das letzte Mal, was ich gespielt habe, war Need for Speed Carbon. Der Rest. Böses im Busch. Nee, hat alles gut geklappt. Danach kam mir eigentlich nur Quark raus bei Need for Speed. Deswegen gehen wir lieber zurück, weil mir auch übrigens, was viele sagen, ja, Most Wanted, der alte Most Wanted, bester Teil, ich finde es nicht gut. Weiß ich nicht, ich habe es nicht in guter Erinnerung. Na, auf jeden Fall, deswegen spielen wir Underground 1, habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Und im Endeffekt denke ich mal, das ist auch ein Spiel, wenn jetzt Underground 2 schon gespielt wurde, das kann man auch mal bringen, ne? Dann natürlich noch irgendwann Far Cry 4 möchte ich gerne noch Let's Playen, so das sind die Richtung, wo es in, sagen wir mal, Shooter-Bereich sein wird. Übrigens habe auch der Tony und ich gesagt, dass wir den Kanal für die Reviews mit dem hier zusammenlegen, dass wir einfach einen Hauptkanal haben, weil das bringt einfach nichts irgendwie nur 15 Kanäle aufzumachen, wo im Endeffekt alle Jubiläare mal ein Video kommt, weil da kann man einfach die ganzen geistigen Ergüsse, die man hat und videokreativen Ergüsse, kann man einfach hier hochladen. Und ich denke mal, das passt dann auch besser, weil das ist ja nicht hier nur, dass der Kanal hier hat nicht ein bestimmtes Thema. Hier kommen also irgendwelche wirklich hohen Netzwerkleute würden sagen, oh, oh, was ist denn hier los, ne? Ist ja, ne, komisch. Ja, auf jeden Fall. Hier kommen Real-Life-Videos. Hier kommen Simulationsvideos. Allgemein Shooter, so, was ja schon drei Kanäle. Also manche Leute würden dafür drei Kanäle darstellen. Und jetzt möchte ich halt noch das mit den Reviews. Möchte ich zum Beispiel dann zu Half-Life Omsi. Ich weiß nicht, ob ich mir da wirklich eine Freude mache, wenn ich Omsi wirklich reviewe, weil ich habe ja da auch sehr viel Negatives zu berichten. Bam, 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 bam. ABS-Foto. Und deswegen dann eher so nach einer Let's Play-Reihe, was zum Beispiel dann nach Half-Life 1, also nach Blue Shift, habe ich dann alle Half-Life mit Erweiterung gespielt. Dann kann ich mir vorstellen, ein komplettes Review zu machen. Müssen wir jetzt verarschen hier? So. Bude zu. Parkbremse rein. Scheiß auf Haltestellenbremse. Und dann halt noch die Reviews. Denk mal, der Toni, der wird sich da auch dann weiter um Reviews hoffentlich kümmern. Der hat zum Beispiel auch, was ihr logischerweise sehen werdet, eine neue Folge von Tomb Raider hochgeladen. Oh. Weil er sagt, dass das Spiel ist ihm gefiel's mal besser, muss man dazu sagen. Und er hat auch dann immer geäußert, ja, so wirklich macht das Spiel ihm keinen Spaß mehr. Und das ist eigentlich auch ein bisschen blöd, wenn ihm das Spiel nur bedingt Spaß macht. Zum Beispiel bei mir bei Half-Life ist es auch so ein bisschen so eine Hassliebe. Aber es, was heißt, funktioniert noch, aber es macht mehr Spaß, als dass es böse ist, weil es gibt nur einige Passagen halt. Das sind aber so 5 Minuten Spielzeit von viel mehr. Das ist das Wichtige. Obwohl, einsteigen wir keine mehr.
Okay, sind schon alle draußen, ne? Ja, auf jeden Fall. Da möchte ich auf jeden Fall so gesehen ein bisschen dran anknüpfen. Dass ich halt mit den Reviews halt direkt an die Let's Plays auch anknüpfe. So, weil ich sehe öfters mal Reviews und die Ideen da einzubringen, wäre für mich schwierig zu finden, wenn man das einfach nur so spielt. Das heißt also, wenn ich jetzt das Ganze schon gespielt habe, dann kann ich ja logischerweise auf das ganze Let's Play-Material zurückgreifen, auf die Twitch-Streams kann ich zurückgreifen, die ja dazu gekommen wären, und daran kann ich dann die ganzen Reviews auch gut mit Material unterlegen. So, ich denke, wir halten einfach hier nochmal kurz, wobei müssen wir nochmal halten. Der Bus ist leer. Dann fahren wir noch in die Wellenanlage. Nee. Und das heißt, da sollte es dann möglich sein, mit gutem Videomaterial das Ganze zu unterlegen. Blinken für Anfänger. So. Und im Endeffekt soll es dann so auf dem Kanal weitergehen und dann auch logischerweise Simulationsteil. Ich hoffe ja, dass ich dann irgendwann auch was zum Großprojekt großartig erzählen darf. Das liegt ja wie gesagt überhaupt nicht mehr in meiner Hand und ich weiß auch gar nicht, wie das alles jetzt gestrickt ist und so weiter. Da kann ich gar nichts leider sagen. Weil, wie gesagt, da haben wir jetzt ja, gab es ja was jetzt und deswegen darf ich da und kann ich da nichts mehr sagen. Würde es gerne. Würde ich mehr dazu sagen und auch schon, wenn ich weiter so, na gut, das ist Quark hier, mach mal so, oder erstmal allgemein Abrüstung. Zack. So. Da könnte man halt sagen, okay, dann würde ich halt auch die Ankündigung und so weiter machen, aber ich kann es ja wie gesagt nicht und das konnte, das wusste ich übrigens auch vorher nicht, bevor jemand sagte, ne? Das wusste ich wie gesagt nicht. So. Ja, da stehen wir. Und mittlerweile übrigens ist auch 2015 geworden. Zwar nicht im Video während der Aufnahme, aber bei euch. Ha! Habt das davon, ne? So. Dann wird das nämlich freigeschalten. Direkt zum Jahreswechsel. Cool. So. Wir haben es geschafft. Ich habe vorausgesagt, ich kann hell sehen und ich weiß halt, was nächstes Jahr kommt. Aber kann sich natürlich noch ändern. Denke mal auch jetzt hier so. Hoffe ich mal auch, dass ihr damit einverstanden seid, dass halt beim Simulationsteil her Richtung wird das Subways 4 geht und dann halt mehr Shooter-Review und halt das, was einem so einfällt. Auch immer ich mit der Fresse vor der Kamera. So. Ich fühle mich so übelst müde, ich muss bestimmt so gucken, mit dem einen Auge da lang, mit dem anderen Auge da lang, deswegen natürlich perfekt die Webcam rausgeholt. Ja, und wie gesagt, auf ein tolles Jahr, bin ja kurz vor als 2000 Abonnenten, ja, obester Meilenstein. Das ist wie mit Geburtstag, von 1999 auf 2000 Abonnenten ändert sich so viel wie von 19 auf 20. Gar nichts. So. Na dann. Hat dieses Video auch ein Ende gefunden, ist schon fast länger gegangen, als ich gedacht habe. Auch dadurch, dass ich nur langsam fahren konnte und so weiter und so fort. Jetzt wäre ich ja gerast wie so eine Wildsau, nur als hätte ich ein Auto unter den Füßen. Gut, dann bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.